ich würde einfach sagen, was fällt euch dazu ein? Ich frage den Gast mal zuerst. Christian, was verbindest du mit den 10 Jahren Max Eberl bei Borussia? In erster Linie, dass er die 2 besten Trainer geholt hat, die wir meiner Ansicht nach, seit ich Borussen-Fan bin, hatten. Und das ist verdammt lang. André Schubert und Michael Fonse. Ganz genau. Nein, also erstmal die Rückholaktionen von Hans Meyer hat mich damals den Allerwertesten gerettet. Das ist überhaupt keine Frage. Und über die Verpflichtung von Lucien Favre müssen wir nicht reden. Das ist das Beste, was Borussia in den letzten 20 Jahren oder noch mehr passieren konnte, passiert ist. Und möchte jetzt nicht über die Vergangenheit glorifizieren, aber das war schon eine ganz besondere Zeit. Ja. Das ist eine Entwicklung, die der Verein genommen hat unter Favre. Und wir profitieren da immer noch von und sind jetzt gerade vielleicht auf dem Weg, so etwas Ähnliches nochmal zu erleben. Wer weiß. Ich hätte lange Zeit nicht geglaubt, dass ich sowas nochmal erleben würde als Borussen-Fan. Also ich hatte mich eigentlich damit abgefunden, Fan eines mittelmäßigen Bundesligisten zu sein, der halt, wenn es gut läuft, irgendwie mal 8er, 9er wird, wenn es schlecht läuft, in der 2. Liga spielt. Und ja gut, so war es halt. Und auf einmal spielen wir gegen Barcelona, auf einmal stehe ich da im Celtic Park in Glasgow und das ist deswegen hast du jetzt wieder auch das Celtic Glas. Ja, genau. Nein, aber sehe ich auch so. Also ich meine, ich bin ja, habe den DFB-Pokalsieg eigentlich zwar miterlebt, aber auch nicht so, wie ich das jetzt vielleicht heute mir erhoffen würde, 1995, weil ich da auch noch ein bisschen zu jung war, aber lange Zeit sah es ja nicht so aus, als würden wir nochmal irgendwann in diesen Sphären spielen. Genau. Und das ist dann wirklich der Fall gewesen und einen großen Anteil hat daran natürlich auch Max Eberl und er hat, glaube ich, im Kicker-Interview auch richtig gesagt, es sind viele Kleinigkeiten, die dann natürlich zusammenspielen und die dann überhaupt auch das ermöglichen, dass man so einen Erfolg hat. Und da gebe ich dir natürlich recht, ist Lucien Favre ein Puzzlestück, was ganz, ganz enorm wichtig ist. Aber natürlich dann auch die Rettung gemeinsam mit Lucien Favre und auch mit dem Kader, den man damals aufgestellt hat, das so zu machen, ist dann respektabel. Und das dann nach oben fortzuführen bis in die Champions League ist, hat, glaube ich, auch gezeigt, dass Max Eberl da ein gutes Händchen hat. Auf jeden Fall. Also das darf man natürlich nicht auf den Trainer reduzieren. Er hat auch bei Transfers, bei Verträgen überwiegend eine sehr gute Hand gehabt und eigentlich durchweg seit der Favre-Zeit eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft. Absolut. Und wie ich das immer bei unseren Spielberichten sage, lass uns das noch ein bisschen chronologisieren, die ganze Geschichte. Also es wurde jetzt auch viel geschrieben, wie hat es angefangen? Ich meine, die Anfangssituation ist, ich habe es jetzt noch mal gelesen, unter der Woche ja geradezu grotesk gewesen. Borussia ist ja mit einer, also ganz kurzer Rückblick davor, Jupp Heynckes wurde geholt nach dem ganzen Gehuddel, von dem du gerade gesprochen hast, jahrelang irgendwie rumgekrebst, 2. Liga, 1. Liga, dann kommt Jupp Heynckes, es gibt Hoffnung, die Mannschaft ist aber nicht reif, der Trainer kommt nicht klar, Luukay übernimmt, man steigt ab, sang- und klanglos. Und dann kommt Christian Ziege und wird aus dem Nichts vom B-Jugendtrainer zum Sportdirektor gemacht, baut eine Mannschaft auf, die unglaublich erfolgreich und perfekt für die 2. Liga war, die überhaupt nicht in der ersten Klasse gekommen ist. Auch von der Struktur her. So, und dann crasht alles. Der Luukay-Trainer muss gehen. Ziege wird, Hans Meyer wird zurückgeholt. Christian Ziege geht freiwillig nach einem Tag Interimscoach als Co-Trainer an die Seite von Hans Meyer. Ja. Und plötzlich ist die gesamte Sportdirektor-Situation offen. Und dann kommen Max Eberl als Sportdirektor und Steffen Korrell als Teammanager rein. Und also eine Situation, die man so eigentlich auch überhaupt nicht kennt aus dem Verein. Und das hat ihn in diese Position gebracht, wo er bis heute ist. Also schon fast grotesk, finde ich. Und am Anfang musste er wirklich die Kohlen aus dem Feuer holen. Und ich glaube, da waren da auch so Transfers dabei, wie mit Galaschek und die ganzen Recken, die er für Hans Meyer dann noch geholt hat, um da auch noch... Wobei, das war Meyers Sache, ne? Also Galaschek, der spielte ja irgendwo nur noch... Ja, natürlich. Aber er war derjenige, der musste sie ihm dann holen. Klar. Ja, klar. Und aber ich glaube, den hätten wir noch holen können. Ja. Und nee, aber natürlich... Aber wie gesagt, umso beeindruckender die Entwicklung. Und ich glaube, das kommt vor allem daher, er war ja Jugendkoordinator sofort nach Ende seiner Karriere. 2005 hat er diesen Job übernommen, hat bei Borussia auch schon einiges umgekrempelt und da kamen auch schon ein paar ganz gute junge Leute aus der Akademie und er sagt selber im Kicker-Interview diese Woche, er hat dann schon im Verein eine gewisse Rückendeckung gehabt. Ja. Natürlich kannte ihn sonst keiner und er war ja jetzt auch auf dem Fußballplatz, du hast es eben gesagt, Tobias Levels war für dich ein absoluter Kämpfer, Max Eberl war auch ein Kämpfer und er ist ja sehr selbstironisch, was seine fußballerischen Qualitäten angeht, auch immer wenn er gefragt wird, deswegen muss man das auch gar nicht jetzt beschönigen oder so.
aber er war ein treuer Borusse und er hat diesen Job übernommen. Hans Meyer sicherlich als sein Ziehvater am Anfang, aber dann war eben die Sache, Meyer wollte nicht mehr weitermachen, Fronzek kam und dann war es eigentlich Eberl, der dann am Ruder stand und seine erste bekannte Personalie war für 900.000 oder fast 1 Million Euro einen jungen Spieler von LR Aalen zu holen, der bei Dortmund sich nicht durchsetzen konnte. Möchte ich, die Legende ist ja groß, aber wir haben gleichzeitig noch einen anderen Spieler geholt, der meiner Ansicht nach für die Entwicklung Borussias mindestens genauso wichtig war wie Marcus Reus, ist Juan Arango. Ja, das ist korrekt, ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Damals, glaube ich, für unglaubliche 3,5 Millionen, was unglaubliche Summen waren. Von Mallorca, ne, ja. Damals. Ich erinnere mich an das erste Spiel, das war in Bochum, wo wir zur Halbzeit 3:0 führten. Und in dieser ersten Halbzeit, wo wir diese drei Hütten gemacht haben, ich habe da auf einmal einen Fußball gesehen, das waren Arango und Lucia Bobadilla, der auch neu war. Ja, die zauberten da plötzlich was auf dem Platz. Das ist ja nicht meine Borussia. Ja, ich die zweite in der zweiten nicht mehr Halbzeit gesehen. War dann wieder Borussia. Da haben wir 3-3 gespielt, hätten am Ende fast noch verloren. Da kam Marco Reus aufs Feld und rannte wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her und alle sagten, was wollen wir mit dem? Ja. Aber ich glaube, dann kam wenig später, kam dann sein erstes Spiel, glaube ich, in Mainz, wo er eingewechselt wurde und dann sein Lauf aus 60 Metern in Richtung Tor. Und das sind so Geschichten, an die erinnert man sich gern. Man hat eben gemerkt, Borussia hat was anderes versucht in der Transferpolitik. Man hat im Ausland gesucht, aber nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ja, das ist der kommende so und so, aber es waren letzten Endes alles nur Durchschnittsspieler, die wir geholt haben. Es waren Spieler, die hatten alle was. Mit Bobadilla hat es nicht ganz geklappt, hat es nie ganz geklappt. Mit Arango hat es funktioniert. Mit Reus war es, für mich ist das bis heute der beste deutsche Spieler, wenn er nicht so viele Verletzungsprobleme hätte und dann würden wir ihn, glaube ich, auch mittlerweile auch nicht nur den Unvollendeten nennen, sondern wäre, glaube ich, auch schon zu den ganz Großen aufgestiegen. Aber das war der Anfang und diese erste Saison unter Fronzek lief ja noch vernünftig. Aber die große Prüfung, die sollte dann eben im Laufe der zweiten Saison kommen, als er ja nahezu Eberl wirklich nibelungentreu zu Fronzek gehalten hat. Fast bis zum bitteren Ende, muss man sagen. Ja, das ist eine Sache, die menschlich 100% für Eberl spricht. Ich glaube, der ist ein loyaler Typ. Also ich glaube, wer mit ihm zusammenarbeitet und sich nicht total doof verhält, kann da auf einen Vorgesetzten oder einen Kollegen setzen, der zu seinen Mitarbeitern steht, was ich sehr gut und sehr wichtig finde. Mhm. Man hört auch aus dem Verein von Menschen, die für Borussia arbeiten, eigentlich nur Gutes. Es muss ein guter Chef sein, Max Eberl. Mhm. Das ist alles okay. Bei Fronzek hat er halt sehr lange daran geglaubt. Diese Geschichte hat sich ja später mit anderen Trainern auch nochmal ein bisschen wiederholt. Das war dann vielleicht das ein oder andere Spiel zu lang, man weiß es nicht. Das Komische war, und ich damals war ich ja auch noch bei euch mit dabei und viel im Forum aktiv und so weiter. Und da kamen dann auch immer wieder die alltäglich fast schon diese Angriffe nach dem Motto, wann wechselt der endlich, was soll das und so. Und irgendwann habe ich gesagt, man muss sich jetzt einfach mit der Entscheidung abfinden. Und das Problem, glaube ich, bei Fronzek war, die Mannschaft hat damals gar nicht so schlecht gespielt. Die Mannschaft hat einfach irgendwie immer die falschen Entscheidungen in den entscheidenden Momenten getroffen. Und das, was der Mannschaft gefehlt hat, war, dass jemand hinkommt und denen einen Weg aufzeigt. Und ich glaube, deswegen hat Eber so lange an Fronzek festgehalten, weil er hat gesehen, was die Mannschaft grundsätzlich kann. Aber dass dieser Trainer nicht mehr in der Lage war, diese Sachen zu wecken, hat er sehr, sehr spät erst erkannt. Und erst nachdem die Verstärkungen in der Winterpause kamen, die ja nun auch im Nachgang wirklich sehr große Verstärkungen waren, Stranzel. Aber auch zum Beispiel Mike Hanke, wo alle gesagt haben, was will man denn mit dem? Genau. Das lief ja auch erst nur schleppend an. Also ich glaube, in dem Moment, wo klar wurde, auch mit denen wird es jetzt nicht besser, da war dann auch Eber klar, jetzt müssen wir handeln. Ja, also ich weiß noch, ich saß nach dem, war es der zweite oder dritte Rückrundenspieltag im Stadion Stuttgart, Heimspiel und ich glaube, wir führten mal wieder und haben mal wieder am Ende uns einfach den Schneid abkaufen lassen und verloren. Da hätte man es machen müssen. Und dann ging es nochmal nach auswärts zu St. Pauli, dieses eine Spiel, wo ich sage, da war wirklich eigentlich der Moment schon längst überschritten, wo man es hätte machen müssen, aber letzten Endes hat alles richtig gemacht, es ist gut gegangen und er hat eben keinen Feuerwehrmann geholt, sondern er hat jemanden geholt und das ist, glaube ich, etwas, was Max Eberl ausmacht in all den 10 Jahren, mit dem er fußballerisch auf einem Level war, den er schon kannte, mit dem er geredet hat, den er spannend fand und wo er dann eben den richtigen Moment ergriffen hat, gesagt, hast du nicht Lust, willst du es nicht machen? Ich weiß, es sieht gerade kacke aus, aber du kriegst hier wirklich die Zeit, die du brauchst und ich glaube, das ist das, was Lucien Favre auch immer gebraucht hat, jemand, der ihm hundertprozentig den Rücken stärkt.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Mal schauen, ob das dann in Dortmund auch der Fall ist. Aber ich meine, das sind ja auch Sachen, lässt sich ja leider verdammt gut an. Ja, im Moment. Obwohl sie noch nicht mal so konstant in der Defensive stehen, also gewinnen sie die Spiele. Ich habe vor der Saison gesagt, wenn das mit Favre hält, dann sind die durchaus fähig, vielleicht sogar ganz oben anzuklopfen. Aber in Bezug auf Max Eberl ist das natürlich auch eine Sache, die für ihn spricht. Also auch wenn natürlich irgendwann sportlich Konsequenzen da sein müssen für einen Trainer, wenn der Erfolg ausbleibt, ist es aber genau diese Konstanz, die Eberl immer wieder predigt, die es halt auch ausmachen. Und da macht er sich teilweise auch das Leben dafür schwer, um anderen den Rücken zu stärken. Und so war es auch lange, glaube ich, mit Lucien Favre, der dann ja selber mehr oder weniger den Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich mache nicht mehr. Aber auch mit André Schubert, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, okay, sollte man sich nicht schon früher vom Trainer trennen. Und aber das sind so Geschichten. Also ich glaube, Favre, ich weiß nicht, ob nicht gerade diese Treue zu Favre uns vielleicht mehr gekostet hätte als die Treue zu Fronzek damals. Denn wenn man mit 5 Niederlagen startet und offensichtlich die Mannschaft am Ende nicht mehr, nicht keine Lust mehr hat zu entscheiden auf dem Platz, ob sie einen Meter links oder rechts steht, sondern in dem Moment brauchten die was anderes. Die brauchten mal Freiheit, die brauchten mal einen Brustlöser, genau. Und dafür war André Schubert perfekt. Und ich glaube, um noch einen Schritt zurückzugehen, er hat Favre, weil er ihm einfach fußballerisch so vertraut hat, den Rücken freigehalten, wie kein anderer Manager der Bundesliga es jemals getan hätte. Ja. Dieter Hoeneß hat sich abfällig über ihn geäußert, da war er keine Woche von Berlin weg, nach dem Motto, er findet im Supermarkt, wird er verhungern, so nach dem Motto. Und wir wissen, das ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr, wie häufig er mit gepackten Koffern schon irgendwie im Borussia-Park stand, weil mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Damals die Geschichte mit Philipp Dahms, den er dann nicht mehr einsetzen konnte in einem wertlosen Spiel. Er war schon schwierig, bei aller Genialität, die er uns gebracht hat und wie du eben sagst, eine ganze Ära geprägt hat. Ohne diesen Manager, der das alles runterschluckt, der zum Teil bis zur Selbsterniedrigung diese Sachen akzeptiert hat, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Und auch für Ruhe im Verein sorgt. Genau. Es hat sich ja, es hat ja niemand seinen Kopf rausgesteckt während der Ära Favre und gesagt, er ist aber doof. Ja. Ne? Ist auch, also tatsächlich, wie lange haben wir schon Ruhe im Verein? Wie lange hat es keine Profilierungsversuche von irgendwelchen Leuten intern gegen andere gegeben und so? Also das liegt sicherlich nicht nur an Eberl, aber auch das spricht für eine sehr gesunde Führungskultur bei Borussia. Ja, und er hat die wesentlich mitgeprägt. Einmal hat er selber gesagt, wäre er fast zurückgetreten. Das war zur Zeit, als die Initiative Borussia kam. Das war ja in der Zeit der Übernahme von Zec Favre. Das war in dieser schlechten Saison. Und da wurde er persönlich angegangen. Ich meine, da haben sich auch einige... haben sich auch. Deine Familie, da haben sich einige Vereinslegenden auch sehr, sehr unglücklich verhalten. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Seitenwald hat damals ja ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass die ganze Sache am Ende gut ausgegangen ist. Aber vor allen Dingen, glaube ich, hat man in der Situation gesehen, dass ihm das Allerwichtigste ist, Loyalität im Verein. Er sagt es jetzt selber, Solidarität in der Bundesliga, das sind die Werte, die Max Eberl am wichtigsten findet. Und deswegen war, glaube ich, auch in der letzten Saison ein bisschen angepisst, als die Zuschauer zum Teil ein bisschen schnell ungeduldig wurden. Ja, wobei da geht, glaube ich, die Interpretation fehl, die er gemacht hat. Er hat ja gesagt, es läge am mangelnden Erfolg. Ich glaube, das war es nicht. Also ich glaube, ein Platz 8, ein Platz 9 verzeihen Borussen auch, aber es war positiv gesagt Stagnation zu sehen. Ich würde eher sagen, es war ein Rückschritt, was die Spielkultur angeht. Man wusste nicht mehr, was wollen wir eigentlich? Ich habe damals bei Seitenhauer geschrieben, wir spielen halt irgendwie Fußball. Da steckte keine Idee dahinter, da war keine Kreativität. Also ich hatte den Eindruck, da wird das Mittelmaß verwaltet. Horst Köppel Fußball. So ein bisschen. Und, so kann man es auch sagen. Und also ich glaube, das war es eher, was die Masse der Fans tatsächlich geärgert hat. Dass sie das Gefühl hatten, hier wird eine große Chance, die wir hatten, also eine sehr gute Ausgangsposition, wird hier ohne Not weggegeben. Und nicht die Tatsache, dass man halt vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht europäisch dabei ist. Das war es nicht. Und das hat Eberl, glaube ich, anders interpretiert. Und ich glaube, da hat er sich geirrt. Und das ist auch immer eine Sache der Moderation, meiner Ansicht nach. Ja. Also ich glaube, vielen Fans hat es dann einfach nicht gepasst, wie das Ganze dann von Borussias Seite irgendwie kommentiert worden ist oder, wie gesagt, moderiert worden ist. Ja. Weil die Fans wollen, glaube ich, vor allen Dingen eins, und das ist Ehrlichkeit. Und ja, ich glaube aber noch nicht mal, dass es an Ehrlichkeit liegt. Ich glaube, du entwickelst mit der Zeit so eine gewisse Wagenburg-Mentalität. Ja. Wenn nicht für uns, ist es gegen uns und so weiter. Ja, klar. Ich finde, das Entscheidende ist, und deswegen können wir jetzt auch so locker wieder darüber reden, dass damals bei Schubert war es der Fall und jetzt ist es wieder der Fall.
Max Eberl ist auch in der Lage dazu, sich zu hinterfragen und zu sagen, okay, anscheinend müssen wir jetzt einen anderen Weg gehen. Vielleicht möchte er das nicht auf diese Weise dann kundtun, nach dem Motto, ihr habt ja alle recht, sondern er will sich lieber erstmal selber die Zeit nehmen, selber die Entscheidungen treffen. Aber er hat in diesem Sommer mit dem Trainer zusammen durchaus eine Wende angestoßen. Er hat dem Trainer geglaubt, als er gesagt hat, ich kann das neu machen, ich kann Dinge verändern. Und bis jetzt sieht es so aus, wir wissen noch nicht, wo es hinführt, wir wissen noch nicht, wo wir am Ende landen. Ruhig. Aber man sieht, es ist ein System da. Es ist auch erkennbar, dass das auf dem Platz umgesetzt wird. Es ist eine andere Griffigkeit in der Mannschaft zu spüren. Ja. Und ich finde, das ist das Entscheidende. Er sagt selber, Abnutzungserscheinungen kann es geben, auch mit der Zeit. Aber dass man trotzdem in der Lage ist, sich neu zu empfinden, das ist schon... Das spricht schon sehr für ihn. Aber sowieso, was Eberl auch immer wieder ausgezeichnet hat und was er, glaube ich, auch im Verein geprägt hat, ist nun mal auch dieser Borussen-Kodex, so heißt er, glaube ich, auch. Also diese Wertevermittlung. Die Leitplanken. Genau, und das passiert schon in der Jugendakademie, wo er, wie gesagt, auch derjenige ist, der das mit aufgebaut hat und dafür auch verantwortlich war lange Zeit. Und ich glaube, deswegen sind das auch Punkte, die ihm besonders sehr wichtig sind und wo er auch den Verein nachhaltig mit geprägt hat. Auf jeden Fall. Und darauf baut Borussia jetzt auch noch auf. Und das war genau der Punkt, glaube ich, was in der letzten Saison viele aufgeregt hat. Man hatte das Gefühl, der hat die Leitplanken verlassen. Mhm. War auch mein Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe gedacht, von dem, was da immer gepredigt wird, ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und das ist nicht mehr der Fußball, den wir spielen wollen. Und wofür stehen wir eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen war ich sehr skeptisch. Deswegen hätte ich tatsächlich nach der letzten Saison gerne gehabt, dass man sich von Dieter Hecking trennt. Und ich hoffe, dass ich... komplett falsch gelegen. Da will ich gleich noch mal ein bisschen genauer nachfragen, aber heißt das für dich auch, dass du einen Wechsel an der Manager-Position für sinnvoll gehalten hättest? Niemals. Oder? Nein, also ich kann mir tatsächlich keinen besseren vorstellen. Max Eberl macht sicherlich nicht alles richtig, aber... er macht das schon in der Verantwortungsposition, ne? Also ich kenne keinen Manager, der über so lange Zeit so einen guten Job macht, dabei sich selber treu bleibt und wo ich als Fan sagen muss, das ist ein Typ, finde ich immer okay. Ne? Ja. Also natürlich, Fans und Funktionäre im Fußball leben in zwei unterschiedlichen Welten, das ist einfach so und das, auch, also das zeigt auch Max Eberl mit manchen Äußerungen auch, dass er, glaube ich, die Fans nicht so richtig versteht, aber muss er auch nicht. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ich kann mir tatsächlich keinen besseren vorstellen. Ich meine, wir hatten Peter Panda und solche Leute. Möchte das wirklich nochmal jemand? Ja, aber es spricht ja auch für ihn und da ist im aktuellen Kicker auch ein Ranking, glaube ich, der dienstältesten Sportdirektoren und da ist er, glaube ich, Nummer 3 hinter Rummenigge und noch jemand, glaube ich. Ungefähr, ne? Ja, genau. Oder, ja, kann sein. Ist er kürzer als Watzke? Und? Ist Zorb länger? Ist es Zorb? Ich weiß es nicht. Ach so, auf jeden Fall. Eine andere Struktur da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, Nummer 3 oder 4 und was dafür natürlich auch spricht, dass er jetzt auch schon viel Erfahrung sammeln konnte und wenn man so lange in so einer Position ist, dann spricht das dann auch doch für die Arbeit. Also, ja, natürlich. Wenn er wirklich ganz kapital Sachen falsch gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr unser Sportdirektor. Ja. Großes Thema war natürlich immer in der Zeit, was heißt immer, es war in der Zeit bei Favre immer dann Thema, wenn es mal nicht so lief, war immer die Frage nach dem Plan B. Ich weiß auch selber, bei Seitenball früher, wenn ich Artikel geschrieben habe, war das immer meine Forderung, wir führen 1-0 wunderbar, wir gewinnen das Spiel, wir liegen 1-0 zurück, was sollen wir jetzt machen? Ne? Und da war immer die Frage, wo bleibt der Mittelstürmer, wo bleibt die Lösung mit dem zentralen Mann, der uns ein Tor nach dem anderen schießt? So. Haben wir ja jetzt. Ja, das ist Spoiler-Alarm, genau. Das haben aber es war immer, ne, es fing an mit Luc de Jong, viel Geld bezahlt, hochgetrieben, vielleicht auch damals noch nicht ganz so abgeklärt, der Max, wie er heute ist, gegen Twente Enschede da mit diesem, wie hieß er, Monstermann wurde er doch nur genannt. Ja, genau. der den Preis dann am Ende, ich weiß nicht, haben wir 12 Millionen Euro bezahlt, hochgetrieben hat. Pininjapa kam auch zur gleichen Zeit. Also wir hatten im Prinzip zwei Mittelstürmertypen, die beide am Ende nicht hundertprozentig funktioniert haben. Drimmitsch. Ja, aber gut, zum Beispiel bei Drimmitsch, da sage ich dann schon wieder, den stellen sehr viele Leute gerne in diese Reihe. Ich sage ganz ehrlich, wir wissen alle, wie es passiert ist. Der Trainer wollte einen neuen Stürmer haben, den konnte er sich vorstellen. Und eine Woche im Training hat er gesagt, ich will den nicht mehr. Und ich meine, was willst du als Manager machen, wenn ein Trainer sowas entscheidet? Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt anscheinend geklappt hat, dass diese alte Rede vom Eberl und den Mittelstürmern vorbei ist. Ja, also das Problem war ja, glaube ich, eher Favre und die Mittelstürmer, denn in Favres System passte sowas nicht rein seinerzeit und
ja, den Plan B, das ist nicht Eber zuzuschreiben, dass wir den nicht hatten, sondern das war halt Favre-Fußball, ja, der aber unterm Strich halt meistens erfolgreich war. Absolut. Jetzt haben wir einen Trainer, der ja auch während des Spiels auf spektakulär umzustellen bereit ist, was in dieser Saison auch schon mal fast nach hinten losgegangen wäre. Ja, also das ist ja halt immer der Punkt. Ich meine, Lucien Favre hat sich auch verändert, wenn man sieht, wie er in Nizza hat spielen lassen, wie er jetzt in Dortmund spielen lässt. Das ist nicht mehr der gleiche Fußball. Der hat bei uns das 4-4-2 wirklich eisern durchgezogen und vielleicht auch das, was du eben gesagt hast, auch unter Dieter Hecking war das ja der Weg, an dem man zur Stabilität zurückgekehrt ist, zuerst nach André Schuberts, ich nenne es jetzt mal... Harakiri-Fußball. Okay, ja, ich hätte jetzt gesagt, etwas gewagter Spielweise, aber ja. Und das hat uns erstmal geholfen. Nur jetzt, letzte Saison hat man einfach gesehen, da muss was passieren und sowohl personell als auch in der Spielweise. Und da ist halt immer die große Frage, wie viel spielt der Manager dann wirklich mit rein? Wie viel ist das dann allein die Aufgabe des Trainers? Da gucken wir, glaube ich, alle zu wenig in den Verein rein, um das hundertprozentig beurteilen zu können. Das sind interner, die muss auch, glaube ich, nicht jeder Fan oder nicht jeder wissen, das ist muss intern geklärt werden. Aber grundsätzlich, bezüglich der Stürmerdiskussion nochmal, was mir immer so einfällt, wir haben ja auch dann lange Zeit noch eigentlich nie mit einem wirklichen Mittelstürmer gespielt. Und die Leute, die dann gekommen sind, wenn man auch an Max Kruse denkt, auch an Lars Stindl oder Raphael, das sind auch Spieler, die haben alle funktioniert. Es waren wirklich klassisch diese Neuner, die nicht funktioniert haben. Und wie gesagt, dann weiß man nicht, was ist zwischen Trainer und Sportdirektor gelaufen. Fall schlechte Absprachen oder was weiß ich, aber schön, aber dass wir jetzt einen haben. Ja, genau. Zumal, aber das ist einer, der ja nun auch im System Favre funktioniert hätte. Der ist ja nun. Hat er ja auch letztes Jahr bei Nizza. Ja, genau. Also, wir reden übrigens auch über Alassane Plea, wer es noch nicht gemerkt hat. Der ist ja nun tatsächlich vorne sowas von polyvalent, was Favre immer gewollt hat. Ne? Der kann kicken, der Typ. Ja. Ne? Ja, gut. Und nebenbei schießt er aus den unmöglichsten Situationen die besten Tore. Der macht den halt einfach rein. Das ist gut, wie gesagt, es ist Anfang der Saison. man hat schon Pferde kotzen sehen und so weiter und so fort. Also nein, aber das ist, glaube ich, es wäre schön, wenn er sich einreihen würde. Und deswegen noch vielleicht noch die Frage, die Transferhits von Max Eberl. Viele wurden schon genannt. Reus, Arango, Kruse, Raphael. Habt ihr noch welche, die vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen sind? Die Leihgeschäfte Christensen und Kramer. Ja. Auf jeden Fall. Vergessen viele, dass Kramer am Anfang Leihgeschäft war und dann nach Leverkusen zurückgegangen ist? Jonas Hofmann. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich das vielleicht sage. Aber wer weiß, wie die Saison weiterläuft und vielleicht kristallisiert sich das dann wirklich nochmal als Glücksgriff heraus. Thorgan Hazard, glaube ich, auch durch ein Leihgeschäft zuerst zu uns gekommen und dann eigentlich, so wie man sich die Entwicklung anguckt, für doch ein ganz guten Preis dann zu. Ich meine, Marc-André Ter Stegen so ersetzt, dass wir ihm eigentlich nie großen Tränen nachweinen mussten. Und wenn du sagst, unterm Radar, möchte ich auch nochmal Oskar Wendt nennen. Also ein Spieler, der mich auch oft schon zur Weißblut getrieben hat. So sehr, dass er mir im Stadion mal irgendwie eine Geste gemacht hat. So geschimpft dir persönlich, ja. aber nichtsdestoweniger, guck mal, wie lange der schon spielt. Und auf einem eigentlich durchweg ordentlichen Niveau und Außenverteidigern so leicht nicht zu finden. Ja, und ich finde, gerade in den letzten Wochen hat er wirklich sehr gut abgeliefert. Ja. Nachdem es zwischendurch schon so ein bisschen wirklich die Vermutung gab, es ist jetzt langsam, es geht dem Ende zu. Ja. Aber jetzt wirklich die letzten Wochen wieder ganz stark gegen Bayern, vor allem defensiv eine ganz starke Leistung. Ja. Aber ich muss natürlich auch Martin Stranzl erwähnen, der vielleicht einer der ganz, ganz wichtigen Spieler auch in der Ära Favre war, ohne den das alles nicht funktioniert hätte, weil dessen Art uns auch in dem Jahr danach unglaublich gefehlt hat, glaube ich. Oder auch in der letzten Saison unglaublich gefehlt hat. Jemand, der mal die Jungs einfach auch mal beim Schlawittchen packt und sagt, Leute, so geht das einfach nicht weiter. Ne? Weil das ist genau die Geschichte. Also Max Eberl steht natürlich auch dafür, dass er viele junge Spieler mit Entwicklungspotenzial holt, auch zum Beispiel Branimir Hrgota. Chaka. Chaka natürlich war aber auch noch Zakaria. Teurer. Ja. Genau, aber zum Beispiel Hrgota, der sehr, sehr günstig gekommen ist und sich dann doch auch bei uns weiterentwickelt hat, jetzt auch natürlich nie den ganz großen Durchbruch hatte, aber das sind alles junge Spieler. Aber gemessen, sagen wir mal, gemessen am Transferpreis, der Hrgota, der quasi nichts gekostet hat, irgendwie 300.000, was im Fußball ja gar nichts ist. Richtig. Und uns trotzdem ein paar wichtige Tore gemacht hat. Also, ne? Ja, und das sind nun mal so Sachen, da hat der Sportdirektor dann, muss da ein Händchen für haben und natürlich auch wissen, wie man mit solchen Spielern umgeht. Und ich glaube, das ist genau die Erfahrung, die er hatte, dadurch, dass er eben als Jugendkoordinator gearbeitet hat, solche Talente zu sehen und dann auch entsprechend zu fördern. Und deswegen kommen die ja auch immer noch, weil sie sehen, bei Borussia kannst du tatsächlich was werden. Ja, ich glaube, dass diese Kombo von Eberl und Korrell zusammen,
auch was das Scouting angeht, einfach wirklich sehr, sehr viel Qualität in den Verein gebracht haben, nachdem früher so ein bisschen nach Namen gescoutet wurde, Altstars, Ziege, Hellweg, solche Kaliber, dass man wirklich jetzt mittlerweile einen Player, den kennt man wahrscheinlich seit 4, 5 Jahren und weiß ganz genau, dass der uns helfen kann. Das finde ich halt einfach stark und das hat es immer wieder gegeben. Ich möchte auch solche Spieler erwähnen wie Johnson, wie Traoré, wie Hahn auch, die in ihrer jeweiligen Zeit zusammen einfach eine unglaubliche Breite. Aber auch Lars Stindl. Ja, also über Stindl müssen wir gar nicht reden. Das sind auch so Sachen, wo man dann vielleicht der Sportdirektor auch genau weiß, okay, da ist vielleicht eine Klausel, gehen wir mal an den Spieler ran und genauso war es bei Max Kruse ja auch und André Hahn. Also das sind Leute, die hat man dann geschickt einfach verpflichten können. Da gehört auch Geschick zu. Ja. Und diese Breite im Kader letztlich zu haben. Jetzt sind wir wieder in der Situation, Verletzungspech ist eine andere Geschichte, dass er uns jetzt nach 10 Jahren in der Situation hinterlässt, wo wir sehr, sehr, wir haben eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, sehr, sehr talentierte, starke Spieler, zum Beispiel wie Benesch, die sitzen jetzt bei uns auf der Tribüne, weil einfach das Angebot an Spielern in bestimmten Positionen so groß ist. Der spielt. Ja, also der spielt halt wahrscheinlich für sich zu wenig. Ich sehe im Moment überhaupt keine Notwendigkeit, ihn zu bringen, tatsächlich. Nee, und wenn er auf dem Platz steht, ist es auch im Moment einfach ein bisschen too much, was er möchte. Ja, ja. Ich hab's schon mal gesagt vor ein paar Wochen, es hat ihm auch nicht gut getan, dass er dann von den Fans zum Spieler der Saison gewählt wurde. Er war halt der einzige Spieler, der ein bisschen was von Esprit gezeigt hat und hat deswegen er war ja trotzdem nicht der beste Spieler der Saison. Ne? Und jetzt muss er halt da reinkommen und letztlich ist der Erfolg des Vereins das Wichtigste. Und ich meine, Hofmann, Neuhaus, Kramer ist ein Mittelfeld, wo du als auch nicht sagst, das sind nur alte Säcke. So, ne? Also nee, nicht unbedingt. Und Zakaria, der jetzt im Prinzip auch eher als Shootingstar letztes Jahr gilt, der jetzt auch um seinen Platz kämpfen muss. Ja. Also das ist der Status quo, mit dem uns Max Eberl zurücklässt. Deswegen letzte Frage jetzt, wird er denn noch es erleben, dass er sein Ziel erreicht, mit Borussia noch einen Titel zu gewinnen? Ich frage dich jetzt lieber am besten nicht. Nee, das ist so. Nein, im Ernst, Max Eberl sagt, die Meisterschaft wird es nicht sein. Ja. Das ist vermutlich so. Ja. Ja. Ein Pokalsieg kannst du nicht planen. Ist es Glück, das ist von 77.000 Faktoren abhängig, Losglück. Na, Eintracht Frankfurt hat es geschafft. Ja, das ist möglich. Klar, aber sowas ist nun wirklich beileibe nicht planbar und das kann man niemandem vorwerfen, nicht Pokalsieger geworden zu sein. Aber klar, denn irgendwann vielleicht den Lucky Punch zu haben, dann auch mal im Halbfinale wirklich dann auch den letzten Schritt zu machen und ein Spiel, es ist ein Finale, je nachdem. Ja, diese Frankfurt-Geschichte war natürlich auch wirklich furchtbar. Ich meine, da steht eine absolute Rumpftruppe von uns auf dem Platz, die auch noch wirklich in den Kinderschuhen steckte. Und ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, wer von uns hat geglaubt, dass wir das Elfmeterschießen gewinnen? Also ich habe mich eher gewundert, dass es so lang ging. Ja. Aber gut, wollen wir nicht mit dieser Note schließen, sondern eher damit, dass ich glaube, die Chancen stehen gut und ich würde mich einfach freuen. Und er sagt ja selber immer, für ihn ist Champions League oder Europapokal schon wie eine Meisterschaft mit Borussia Mönchengladbach. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Und dann ist immer mal die Chance da, dass man reinrutscht und am Ende auch vielleicht mal im Pokalfinale steht. Ja, aber da gehört auch Losglück zu. Genau. Aber letzten Endes, wir haben es jetzt, glaube ich, gesagt, das war eine ultimative Lobhudelei, wie das jetzt alle machen. Aber willst du auch großartig sagen? Also ich meine, du hast einen Verein gehabt, der wirklich zwischen Baum und Borke stand und heute definitiv von allen Experten immer unter den Top 5 der Bundesliga genannt wird. Ob wir das dann immer schaffen, ist die andere Sache. Deswegen geht er uns auch immer mit den Einstelligkeit auf den Nerven. Hat er auch im Kicker-Interview wieder gesagt, nach dem Motto, wenn es sowieso am letzten Spiel darauf ankommt, wer die Plätze 5 bis 9 belegt, dann kann ich doch vorher nicht sagen, dass das mein Ziel war, wenn es nur auf ein Spiel ankommt. So, ne? Und das kann man auch irgendwie verstehen, aber ist nicht das, ich glaube, das meintest du auch eben, Christian, was der Fan dann in dem Moment hören will. Man muss dann auch schon in die Fans mal ein bisschen reinkommunizieren. Was mir noch bei Max Eberl fehlt, ist diese Bayern-Geschichte, die ja letztes Jahr völlig kam. Richtig, ja. Also da ist es schön, dass er uns die Treue gehalten hat, aber ich glaube, das war auch das einzig Vernünftige. Das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, das hat er nicht nur aus Liebe zu Borussia getan, sondern aus einer ganz gesunden Selbsteinschätzung. Mhm. Bei Borussia hat er sehr großen Kredit und da kann er vermutlich, wenn er möchte, wenn nicht irgendwas ganz Fürchterliches passiert, auch noch eine Weile weitermachen. Ja. Bei Bayern weißt du das nie und also das wäre so ein Schritt gewesen, der in eine sehr, sehr ungewisse Zukunft und ich hätte das auch nicht gemacht. Das ist erstmal auch gut zu wissen. Ja. Christian Spohr wäre nicht als Sportdirektor zu Bayern München gewechselt, aber du hast vollkommen recht, auch aus meiner Sicht, weil
es war, man sieht ja jetzt, wie es bei Bayern aussieht. Das sind immer noch die beiden Alten, die das Ding regieren. Und die sind das auch in 10 Jahren noch. Genau. Und man hat gesehen, Kahn wollte nicht, weil aus dem gleichen Grund, Lahm wollte nicht aus dem gleichen Grund. Und ein Max Eberl geht nicht dahin, um, jetzt rede ich schon fast wie Lothar Matthäus über sich selber. Ein Max Eberl geht nicht dahin, um ja so ein bisschen die Brazzo-Nummer zu schieben und da als Marionette durchgeschleust zu werden, sondern der will dann auch wirklich was machen. Und das konnten sie ihm wahrscheinlich einfach nicht anbieten. Und da hat er gesagt, dann bleibe ich lieber bei dem Verein, bei dem ich freies Gestaltungspotenzial habe. Selbst wenn sie es ihm angeboten hätten, es wäre nicht so gekommen. Man schaue sich Christian Nährlinger an, den Nachfolger von Uli Hoeneß. Der sah zwar nachher so aus, aber ansonsten... Das stimmt. Diese Ähnlichkeit hat sich wirklich stark angenähert. Ja, das ist wie mit Hundebesitzern. Genau. Und ihren Hunden. Ja. Sehen sich auch irgendwann sehr ähnlich. Jetzt sorgst du gerade dafür, dass eine bestimmte Zielgruppe uns wegbricht, gerade leider. Ich sag doch nicht, dass das was Schlimmes ist. Ja. Kommt auf den Hund an. Manche Menschen sind auch von. Nein, ja. Ich sage, musst du sonst. Ja, sehr gut, sehr gut. Da hast du völlig recht, er ist uns erhalten geblieben und wir sind erstmal froh. Er sagt ja selber, wie lange es noch geht. Der Vertrag geht bis 2022, aber wir werden sehen. Wir freuen uns erstmal, dass er da ist.